Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Remastered hier auf meinem Kanal. In der heutigen Episode werden wir uns die Gargoyles vornehmen. Aber ich muss mich erstmal wieder menschlich machen. Ihr fragt euch, hä, warum menschlich? Du warst doch in der letzten Episode schon menschlich. Ja, ich wollte ein Thumbnail machen gehen und bin auf dem Weg dahin gestorben. Hab natürlich meine Menschlichkeit dadurch verloren. Und jetzt muss ich eine Menschlichkeit plöppen, damit ich mir gleich Solaire beschwören kann. Obwohl, wisst ihr was, ich muss eh erstmal klären gehen. Dann mache ich das danach. Ja, war ganz dumm. Ich wollte zum Sonnenlichtaltar gehen. Da, wo man auch eigentlich den Sunbros beitreten kann. Ich weiß übrigens immer noch nicht, warum ich das nicht konnte. Auf jeden Fall, auf dem Weg dahin bin ich aus Versehen von der Brücke, da wo das Schweinchen war, von der Brücke ins Feuer gesprungen und dort dann einfach verbrannt. Das war dumm und halt ein überheblicher Flüchtigkeitsfehler meinerseits. So, erstmal hier die kleinen Minions hier wegwämsen. Ihr könntet ruhig mal ein paar Scherben droppen, Leute. Scherben sind gut. Kann man den nicht backsteppen irgendwie? Nein? Dude, mach keinen Scheiß. Oh, du kleine Sau. Na, komm her. Komm. Oh, Mann. Jetzt wird's ein bisschen fickrig hier. Aber es sollte es gewesen sein. Lü. Eine kleine Scherbe. Mal die Feuerhüter, Seele, kurz einen Estus naschen. Und genau, wir gehen hierhin. Wir schalten dadurch jetzt einen kleinen Shortcut frei. Ihr werdet gleich sehen, wohin es geht. Mal einen Schluck am Kaffee nehmen, bevor der kalt wird. Ein bisschen schneller, Mädel. Dankeschön. So, wir sind wieder am Feuerbandschrein angekommen. Und wir laufen zur Feuerhüterin runter. Ihr erinnert euch ja vielleicht, da war ja so ein NPC, der nicht reden konnte. Und jetzt achtet mal unten auf den Estus-Flakon. Dort steht jetzt plus 1. Das heißt, ich bekomme jetzt pro Schluck an einem Estus mehr Lebensenergie zurück. Das sind so die kleinen Schritte, an die man sich halten kann, sollte. Wie auch immer. So, während der Fahrstuhl hochfährt, nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Boah, tut gut, ey. Kommt gleich eine meiner meistgehassten Stellen hier im Spiel. Komm her. Komm schon. Na komm. Stört das auch, dass ich so wenig Schaden mache? Aber ich... Komm. Oh, ich hasse die Balder Knights mit Rundschildern. Vor denen habe ich immer Angst, weil die halt parieren können. Und das pariert werden ist halt nicht so geil. Ist halt wie ein Backstep im Prinzip. Also rumzirkeln. Und selber backsteppen. Ein Faustschild. Digga, gib mir dein Schwert. Ich will dein Schwert haben. Deswegen bin ich ja so gewillt, euch alle zu töten hier. So, wir kommen zur Stelle, die ich vorhin angesprochen habe. Die ich gar nicht mag. Der Hayopai ist halt ein Grund dafür.
Und die auch. Alleine recht ungefährlich, aber in der Gruppe viel zu stark und unberechenbar. Ah, Mann. Sollen wir mal ein bisschen zurück hier. Ah, verflucht. War noch nie erlebt. Ich habe noch nie erlebt, dass der Typ hier in den Gang reinkommt. Noch nie. Aber gut, einmal ist immer das erste Mal. Du kleiner Pisser, dich mache ich fertig. Ich weiß noch nicht, wie genau. Aber ich sage, ich hasse diese Stelle im Spiel. Wirklich. Es ist kommen. Die Zeit für die Folge ist gleich vorbei irgendwann. Und ich hab... Was war das? Hä? Ich hab keine Ahnung, was das gerade war. Ich sehe es gleich kommen, die Folge ist gleich vorbei und ich habe den Boss hier immer noch nicht erlegt. Weil ich zu viel mit Micromanagement verschwende. So, der Typ hier war ein einmaliger Gegner. Der kütt nicht wieder, der ist tot. Komm. Na komm. Dann komm halt mit, wo ich mehr Platz habe. Also wenn du dich da schon nicht umzirkeln lässt. Hallo? Ah, da ist er ja. Na komm! Oh Gott, diese Balderritter, ne? Die KI von denen... Natürlich droppt der nix. Machen wir den halt von hier, ne? Oh. Oh cool, ich hab eine Stelle gefunden, wo der mich nicht trifft. What? Wie hab ich den denn getriggert? Alter! Du Penner! Erschreck mich doch nicht so! Das Gute ist, der Magier da oben ist auch ein einmaliger Gegner. Und er trifft mich hier nicht. Und er ist tot. Wenn er Glück hat, hat er seine Waffe gedroppt. Und ihr kennt mich mehr mittlerweile. Egal in welchem Spiel, Glück habe ich eigentlich so gut wie nie. Ah. Ich sehe es kommen, ich stelle mich jetzt hier so doof an. Dass ich jetzt hier verrecke. Oh Mann, Leute. Sag ich doch, ich stelle mich hier echt doof an. Ah, Pisser. Eigentlich habe ich kein Recht zu teabaggen jetzt hier gerade. Aber ich mach's einfach. Ich muss aber hier gleich nochmal durch. Eine große Seele, sehr schön. Damit auch schon. So, da hinten kommt noch ein Balderritter jetzt auf uns zu. Oh, schon wieder einer mit kleinem Schild. Komm her. Komm. Dann komm mit. Ah, Kamera. Wir haben ein bisschen mehr Platz. So, Backstep-Winkel auch getroffen. Gehen wir gleich durch. Erstmal hier.
Pass auf, Menschlichkeit. Yay, tatsächlich Menschlichkeit. Na, hier sitzt ein Typ drin, ne? Lutrek. Still human, are you? Then I am in luck. Could you help me? As you can see, I am stuck without recourse. Natürlich, mein Freund. Thank you. I am Knight Lautrec of Karim. I truly appreciate this. And I guarantee a reward. Only. Gut. Der Typ, den hätten wir jetzt hier in der Zelle versauern lassen können. Oder ihn freilassen können. Jetzt wird er unten am Feuerbandschrein sitzen. Wenn ich da jetzt zurückgehe gleich. Die Krux ist, mache ich die Gargoyles und gehe dann zurück zum Feuerbandschrein, ist die Feuerhüterin tot, weil er sie gemeuchelt hat. Ich bekomme dann ein Item und bekomme später im Spiel die Chance, ihn zu töten, seine Items zu bekommen, unter anderem auch seine Rüstung. So ist die einzige Möglichkeit, seine Rüstung zu bekommen. Dann allerdings, wenn ich jetzt hingehe, mich zum Feuerbandschrein zurück mache, also auf dem Weg zurück, und er sitzt da noch, die Feuerhüterin ist da noch natürlich am Leben, und ich ihn dann töte, bekomme ich wegen seinen Ring und die Feuerhüterin lebt weiterhin. Das Problem ist, wenn die Feuerhüterin tot wäre, könnte ich das Leuchtfeuer unten am Feuerbandschrein nicht mehr benutzen. Was für uns natürlich, da ist so eine Art Hub-Ausgangspunkt ist, nicht gut wäre. Und man das halt auch erst dann im letzten Drittel, im zweiten Drittel des Spiels dann zurückbekommen könnte. Oder gegen Ende des zweiten Drittels. Deswegen schauen wir erstmal, ob der da ist. Problem bei Lutrek ist, er ist ein ziemlich harter Kerl. Also er ist wirklich sehr, sehr stark, weil er andauernd pariert und somit außergewöhnlich viel Schaden macht. Es gibt aber eine Methode, wenn ich die jetzt hinkriege, das ist die hier. Mal gucken, ob ich das hinkriege. So, ich kann ihn hier runtertreten, dann ist er sofort tot. So, noch einmal. So kann man Lutrek cheesen hier. Ihr seht, er hat aber nichts gedroppt. Und das beheben wir wie folgt. Wir beenden die Partie. Gehen einfach wieder ins Spiel rein. Und dann liegen die Items dort. So, wie ihr seht, Gegenstand nehmen, 5 Menschlichkeit und einen der stärksten Ringe im ganzen Spiel. Den werden wir auch sofort ausrüsten. Denn wie ihr seht, verstärkt TP, Ausdauer, Last, bricht bei Entfernung. Sprich, wir dürfen ihn niemals abziehen. Und dafür gibt es auch gar keinen Grund, denn wie gesagt, ist einer der mächtigsten Ringe im Spiel. Die kann immer noch nicht sprechen. Die könnte aber sprechen, wenn sie... Naja, wenn wir die andere Storyline gefolgt werden. Wenn wir der anderen Storyline gefolgt werden. Ja, sie wäre dann tot gewesen zwischenzeitlich. Aber es gäbe dann einen Weg, sie wieder zu beleben. Aber jetzt. Müssen wir erstmal darum kümmern. Komm, hoch jetzt. Nein, ich gehe jetzt immer noch nicht zu, zu den Gargoyles. Denn erstmal werde ich mich hier
menschlich machen. Und nochmal meine Waffe verstärken. So, bup, 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 bup. Ja, wenn wir menschlich sind, können wir natürlich auch invaded werden von anderen Spielern. Sprich, die können unsere Welt eindringen und uns daran hindern, Fortschritt zu machen. Ziemlich scheiße, aber part of the game. Ach, Waffe verstärken wollte ich. Kann ich? Ich kann. Und ich kann nochmal. So. Warte mal, was brauche ich jetzt noch? Ich bräuchte 2 kleine Scherben, das kostet mich 1600. Gegenstand kaufen. Das ist nicht so schlimm, denn das Geld bzw. die Seelen gebe ich dafür jetzt gerade gerne aus. Auch wenn ich eigentlich vorhabe, auf eine andere Waffe umzusteigen. Aber ich werde ja, nachdem ich die Gargoyles regulär gekillt habe, ja sowieso nochmal, ja, mehrfach farmen. Das Schöne ist, man kriegt immer 50% der Seelen. Also, Gargoyles gibt 10.000, wenn ich die jetzt besiege. Und wenn ich mich beschwören lasse von irgendeinem Random Dude, gibt das 5.000 Seelen, was ja immerhin für Anfang sehr gut ist. Ich habe allerdings vor, dem Sunbro-Clan beizutreten, so dass ich auch Coins bekomme. Also gibt es so ein gewisses Item, die ihn sozusagen als Opfergabe für den Sunbro-Clan. Und diese Items hätte ich halt gerne. Ja, komm her! Dude. Die KI manchmal, ne? Komm. Komm zu mir. Ich will keinen Schaden nehmen, bevor ich zu den Gargoyles hochkomme. Komm jetzt. Och Mann, ich hasse diese Stelle. Dann komm halt mit nach hier. Och. Dude, was machst du? Jetzt hängt er hier an der Säule, ey. Ah, Mann, ey. Ach, du blöder Pisser. Jetzt kommen wir wieder zu meiner Hassstelle. Komm. Mann, was mach ich denn hier? Ach Gott. Na toll, ein zerbrochenes Schwert. Danke für nichts. Jetzt mal 2 Estos schlucken hier. Und dann kümmern wir uns darum, auch die Glocke zu läuten da oben. Ihr seht jetzt das Rufsymbol von Solaire, der jetzt schön mit mir die Gargoyles besiegt. Ich weiß, es ist ein NPC, aber verbeugen ist Pflicht, gerade vor Solaire. Okay,
Los geht's. Wünscht mir Glück. Bist du da? Danke. Hä? Dem Geiger kann man auch den Schwanz abschlagen. Dann gibt's eine Waffe. Oh Mann, jetzt hat er mich getroffen, die Sau. Schnell töten, der andere ist nämlich auch schon da. Ah, Mann. Ich brauch immer so ein Glück. Ah, Mann! Digga. Ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Fuck you! Ich hab echt Pech. Was aber auch dieses... Man darf von einem Boss nicht nervös werden. Denn wenn du nervös wirst, hast du schon verloren im Prinzip. Und ich bin gerade nervös geworden. Und das ist nicht cool. Ich jetzt bedenke, dass ich wieder an diesem dummen Balderritter an der Treppe vorbei muss. Ja, komm. Gott, wie mich das stört gerade. Ich verschwende meine komplette Menschlichkeit hier. Oh. Ah, guck mal. Ein NPC. Ach, kein NPC. Ein anderer Mitspieler. Kannst du mir nicht eine Scherbe droppen? Kommt sie? Kommt sie nicht? Oder kommt er? Kommt er nicht? Komm, mach hin. Kommt scheinbar nicht. Oh, kommt scheinbar doch. Helle Badekämpferin. Sie verbeugt sich. Sie ist göttlich. Boah, ich hasse Leute, die sich nicht verbeugen. Nee, ich will Solaire haben. Dann krieg ich nämlich eine Sonnenlichtmedaille. Ach, helle Bade, ist so schön. Danke, Sophia. Du machst das gut. Was arg gewagt, was sie macht. Also ich würde immer in diesem blöden Flur kämpfen. Soll noch flott zur Leer rufen? Denn für eingefallene Augenhöhlen. Na klar, los geht's. Scheiß Gargoyles, Runde 2. Dankeschön, Gargoyle-Axt. Thank you.
Oh, Kacke! Gargoyle Nummer 1 ist kaputt. Kurz heilen. Lalalalal. Bedanken. So, eine Sonnenlichtmedaille bekommen. Wie geil. Jetzt gehen wir noch flott die Glocke läuten. Und dann werde ich off-camera mich selbst beschwören lassen. Das habe ich dir schon so oft erwähnt. Ich glaube, ich nerv damit ein bisschen. Ich nerv mich ja selbst damit. So, Glocke 1 von 2 haben wir abgeschlossen. Damit die Hälfte des ersten Drittels auch abgeschlossen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.